Die Grotte der Giganten. Das hört sich aber... Ja, aber hier ist ja vorbei, ne? Hier ist ja vorbei. Wartet nach dieser Welt doch noch eine Welt? Also, laut Stempel? Irgendwie vom Gefühl her, ja? Let's go. Oh, wo sind wir jetzt hier gelandet? Kann man da hochklettern? Nein, kann man nicht. Okay, die Grotte gefällt mir bis jetzt, aber vom Level-Design her ist ja mega geil. Irgendwie cool. Mal gucken, ob es auch vom Spielerischen her cool ist. Und die Mucke ist auch cool. Piu, piu. Ja, ja, aua, ey. Ach ja, die kann ja auch so schlagen. Ich vergesse das jedes Mal. So. Oh, brauchen wir hier Bomben? Oh, so ein Riesengalumbas. Deswegen der Giganten. Hä? Hier muss doch irgendwo... Hä? Okay, da ist ein Stern. Das ist gut, dass da ein Stern ist. Ist das aber auch der erste Stern? Als ob! Oh oh. Oh oh. Das ist der erste Stern. Okay. Aber vielleicht haben wir auch irgendwo da oben schon den Stempel übersehen. Hinter irgendeiner großen Steinmauerkiste war vielleicht eventuell der Schlüssel versteckt und wir haben ihn jetzt irgendwie übersehen. Ich habe keine Ahnung. Dem Spiel ist alles zuzutrauen, ich schwöre. Dem Spiel ist einfach alles zuzutrauen. Aber ich hoffe nicht. Komm her, Blooper. Friss mein Wirbel. Uah. Man kann unter Wasser stampfen. Aber Moment. Bleh. Hä? Achso. Ne, Moment. Hä? Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Wofür sind... Ist das... Wofür gibt es... Ich wollte eigentlich mal drauf stampfen auf diesem Gitter, weil... Wofür gibt es diesen Aufwind und diesen Stachelwürfel da oben, wenn man auch hintenrum safe gehen könnte? Das ist halt irgendwie Quatsch. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es muss irgendwie... Alter, wie wir gar nicht in Range sind, aber uns trotzdem getroffen wird. Okay, das geht nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es da unten irgendwie ein Versteck gibt oder so. Weil man könnte ja auch einfach safe hinten lang gehen. Das macht gar keinen Sinn. Nee. Hey, wofür gibt es das? Okay, dann gibt es da halt nichts versteckt. Okay. Dann machen wir das halt einfach jetzt hinten über den safen Weg. Ich hätte jetzt ja verstanden, wenn man stampft und das Gitter würde sich drehen, man würde runterfallen und da wäre dann ein Stempel oder ein Stern versteckt, dann würde ich das ja verstehen, aber man kann doch einfach... Ich verstehe es nicht, okay. Keine Ahnung. Ich sag ja, dem Spiel ist irgendwie alles zuzutrauen. Sehr merkwürdig. Noch ein Bigger. Yo. Muss man hier vielleicht... die kaputt machen. Und dann ist da oben was versteckt. Oder sind wir in die falsche Richtung und verpassen jetzt hier das Versteck. Ja, die Aufwinde müssen ja irgendwo für gut sein. Aber hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist aber auch Decke. Okay. Hä? Hier ist aber auch nichts. What the fuck?
Na gut. Dann machen wir einfach mal weiter. Ha, sehr merkwürdig. Wie der Strudel den Blooper gar nicht interessiert. So, jetzt haben wir diesen einen Stein da nicht weggekriegt. Das ist jetzt bestimmt genau der Stein, wo es einen Stern hintergibt, right? Ich raste aus. Oh, da ist der Da ist der Stern. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Oh, ey, really? What the fuck? Und yo, wie soll man denn hier an die Fahnenstange kommen? What the fuck? Da haben wir schon wieder ein Problem, ne? Wenn wir die Goomba nicht treffen, muss man mit einem Longjump auf die Goombas drauf oder mit einem normalen Sprung? Und kommt man so an die fucking Fahnenstange? Oh, shish. Weil ich bin wieder davon ausgegangen, ja, ne, bestimmt mit einem Bicken oder so einen Stachelwürfel kaputt machen. Dahinter ist bestimmt was versteckt, so mal etwas anspruchsvoller. Und was ist? Das Spiel ist einfach nur Kacke. Und was ist? Das Spiel ist einfach nur Kacke. Aber wir haben auch immer noch keinen Stempel. Das ist auch ein Problem. Hä, wie kommen wir jetzt da hoch? Hallo? 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 Wie kommen wir da hoch? Ich will nicht nochmal sterben müssen. Ich konnte nichts machen. Hä? Hä? Ich war machtlos. Ich schwör. Och komm. Alter, wenn man mal sterben will, dann klappt es nicht. Hallo? Lupa? Nice. Ich konnte nichts machen. Der ist nicht... Hä? Von den Trampolinen ist sie nicht höher gesprungen. Ich konnte nicht schwimmen, wenn ich groß bin. Und den diesen Strom aufwärts da konnte ich auch nicht benutzen. Hä? Aber selbst wenn. Danach kommt sofort das Ziel. Das ist der dritte Stern. Wo ist der zweite? Wann merk bist ich du jetzt, mal nicht machtlos? Merke ich jetzt gerade. Yippie. Wo ist der zweite Stern? Das ist der letzte Stern, bevor das Ziel kommt. Ja, wie komme ich denn da hoch? Oh, wie jetzt? Ja, schnell sein oder... Hä, was? Ja, was muss ich denn tun? Ja, und nu? Ach, man kann ja schwimmen, wenn man klein ist. Genau. Es ist der zweite Stern. Okay, es ist der zweite Stern. Das ist gut, aber wo ist der Stempel? Den haben wir auch immer noch nicht, das ist schlecht. Aber kam jetzt nicht jetzt direkt das Ziel? Hä? Ach nicht, man muss eine Katze sein, um hier hochzuklettern oder so. Hä? Ja, wir hatten das ja schon mal aus dem anderen Level, dass wir vom Ziel aus nochmal eine Plattform runterspringen mussten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man da hin muss, aber wie kommt man da hin? Mal kurz einkaufen gehen. Alles klar, bis gleich. Wie kommt man da... Was ist das? Wie kommt man da hin? Hä? Wir holen uns jetzt erstmal die Fahnenstange, dann müssen wir da halt nochmal rein. Oh. Okay, man muss anscheinend doch einen Longjump machen. Ich raste aus.
Oh, aber wir müssen ja eh nochmal hier rein. Von daher, scheißegal. Man muss doch einen Longjump machen, sonst kommt man, sonst bekommt man die Goombas nicht. Ich dachte, mit einem normalen Jump würde reichen. Das ist auch schon ein Drecksspiel manchmal. Manchmal ist das echt ein Drecksspiel. Und nochmal rein. Hä, aber was ist das für ein dritter Stern? Das war ja der zweite. Und danach kommt ja nur das Ziel. Wie soll man denn noch... Hä? Wow! Stark, Rosalina, stark. Okay, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel, wie wir da... Und auch der Stempel. Wo ist der Stempel? Stimmt, der Stempel fehlt uns doch auch noch. Ja, keine Ahnung. Moment, warte, vorhin, Moment, hat man gerade da im Augenwinkel den Stempel gesehen? Und zwar, Moment. Ich glaube, man hat ihn gesehen, oder? Man darf erstmal nicht als Großer hier hin, man muss als Normal hier hin, ne? Und dann, ja, da, genau. Aber man muss es erstmal kaputt machen. Aber, achso, Moment. Muss man vielleicht nicht. Muss man? Doch, muss man. Puh, man kommt auch so da dran. Yay. Perfekt. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall schon mal safe. Jetzt gehen wir zurück. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Wir können jetzt auch eigentlich weitermachen. Weil uns fehlt jetzt nur noch der letzte Stempel. Ach, der letzte Stern. Aber ich habe no idea, wie man in dieses Gebiet kommen soll. Bin ich ganz ehrlich. Keine Ahnung. Aber die sind ja immer bis jetzt... die Sterne werden ja in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Das bedeutet, wir haben da, wo wir Big Rosalina gleich sind, und da oben im Wasser den Stern, ist definitiv der zweite. Das heißt, danach muss erst der dritte kommen. Aber wo? Aber wo? Hier war ja auch alles nix, das ist klar. So. So weit, so gut. Jetzt können wir natürlich den... Ja, aber hier ist ja nix. Hä, was ist das denn? What the fuck, was übersehen wir? Warte mal, da kommt Licht her. Da kommt Licht raus. Kann man hier hoch? Ah! Ich wollte gerade sagen, es wird sogar gezeigt. Es wird sogar gezeigt. Weil irgendwie muss da ja das Licht, das Licht muss ja irgendwo herkommen. Nein, als ob. Oh nein. Okay. Puh, man hat hier zum Glück genug Zeit. Aha, irgendwo musste der Sonnenschimmer ja herkommen. Okay, es ist mir nur ein Rätsel, jetzt noch die Fahnenstange zu erreichen. Wir versuchen es mal mit einem Long Jump und dann mit einem normalen Jump. Ich weiß es nicht, ob das klappt. Ich hoffe. Nein, es klappt nicht. Warum nicht?
Och, wie kommt man denn da an die Fahnenstange? Hell, Maria, Jesus, Maria, Christi, im Gottes Namen und drei heilige Kaiser. Aha! Hallo, geh da rein, ich drücke A! So. Okay, wir sterben. Wir sterben nicht! Wir werden big! Doch mit normalen Sprüngen? Oder was? Bin ich gerade nur vorhin nicht spät genug gesprungen? Und habe deswegen die Goombas nicht erreicht? Aber sollte es eigentlich mit einem normalen Sprung gemacht werden? Hä? Warum ist sie jetzt auf einmal so abgegangen? Ich habe das vorhin die ganze Zeit versucht. Das hat nicht funktioniert. What the fuck? Oh, es klappt nicht. Jump! Jump! Wedeln! Und mit dem Wedeln klappt es. Gut, dass wir Rosalina sind. Ansonsten hätten wir das schon wieder nicht geschafft. Ohne den Wendler hätte das nicht geklappt. Eieieiei. Boah, genau 2 Minuten. Wir sind Speedrunner. Oh nein, nicht noch ein Buhaus. Oh no, please no. Nicht noch ein Buhaus. Spuk im Winternebel. Oh nein. Aber Rosalina hat keine Angst im Nebel. Vielleicht. Ey, man hört es auch schon irgendwo glitzern, oder? Ach, das ist gar kein Nebel, das ist Schnee. Wer hat denn im Schnee Angst? Ich bitte euch. Huch, so viele Türen. Ja, wenn man hier einen so großen Bereich hat, will man sich auch erstmal in Ruhe umsehen, ne? Aber dann sagt die Zeit wieder, nö, hier wird sich nicht umgesehen. Wird der größer, wenn man den rollt? Wie unrealistisch. Der wird ja gar nicht größer, wenn man den rollt. Ja, keine Ahnung. Sollen wir jetzt die Türen hier benutzen oder was? Oh. Oh. Achso, man braucht wahrscheinlich die Türen. Um alle Schlüsselcoin zu bekommen. Hä? Oh Mann, hör doch mal auf hier, du. Hallo! Ein Pilz. Okay, dann lass uns die Türen mal benutzen. Mal gucken, was passiert. Hä? Okay, vergesst es. Hier geht gar nichts, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh. Oh oh. Oh oh. Rosalina, warum? Rosalina? Jo. Captain Toad? Wie kann ich Ihnen helfen? Hä? Ja, komm da doch raus! Was? Es muss hier irgendwo Licht geben, oder? Es muss hier irgendwo Licht geben. Gibt es hier irgendwo diese Lampe? Diesen Lampenaufsatz?
Irgendeine Tür muss uns noch nach oben bringen. Aber welche? Haben wir die schon probiert? Ja, die haben wir schon probiert. Ich glaube, die haben wir noch nicht probiert, oder? Genau, super. Okay. Toad ist mit Sicherheit... Captain Toad ist mit Sicherheit... unser... erster Stern. Aber wie kriegen wir den? Ja, wir brauchen so einen Lampenkopf, oder nicht? Aber woher? Aber woher? Ah, vielleicht... Naja, aus dem Boden kamen die bis jetzt noch nie, aber ich probiere es einfach mal. Hier ist nämlich noch was versteckt. Ah, mit einem Stern, nicht mit einer Lampe. Okay. Yeah. Ja, damit. Perfekt. Dankeschön, Toad. Sehr nett von dir. Jetzt können wir weiter. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch was übersehen haben. Oh. Ja, Junge. Was ist mit dir mit der Zeit? Lass uns doch mal entspannt hier spielen. Danke für diese Zeit wenigstens. Dass sie immer so einen Stress machen müssen. Oh. Checkpoint. Okay, ich hoffe, wir haben bis jetzt alles. Stirbt man da, wenn man abtaucht? Nee, oder? Oder wahrscheinlich schon, oder nicht? Keine Ahnung. Hä? Weil da unten ist ja eigentlich nichts. Warum sollte man sterben? Aber ich probiere es lieber mal nicht aus. Okay, man stirbt wahrscheinlich schon. Man stirbt wahrscheinlich... Okay. Wie jetzt? Okay, das war der zweite. Und hier gibt es jetzt schon den dritten, aber dann brauchen wir auch immer noch... das war eine Fake-Truhe. Da hinten ist aber der dritte Stern. Okay. Nur wir brauchen noch den Stempel. Wir haben den Stempel noch nicht. Wo ist der Stempel? Oh, wir brauchen einen Schneeball. Nein, man stirbt nicht. Man stirbt nicht, das ist gut zu wissen. Wir brauchen einen Schneeball. Und dann... Ah, muss man natürlich auch nur treffen. Oh, fuck. Okay. Man muss natürlich auch nur treffen. Ouch. Ey, wohin? Boah, Rosalina. What the fuck? Was ist los mit dir? Ich habe gar nicht nach rechts gedrückt. Nein! Yo, wie soll ich denn werfen? Hä? Das ist doch so gewollt, dass man einen Schneeball wirft, oder nicht? Yo, das kann doch nicht sein. Wisst ihr, was ich jetzt mache? So, und jetzt sterbe ich. Und dann laufe ich einfach durch, drauf geschissen. Ey, wenn, keine Ahnung. So, der zählt nämlich und ist einfach durch. Yo, wieso... wieso man den Schneeball denn da werfen? Was ist denn das für ein Dreck? Stopp! Nein, 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 stopp! Hallo!
Hier ist doch bestimmt der Stempel, oder nicht? Genau. Sehr schön. Dann haben wir ja doch alles. Und ganz ohne Probleme mal wieder. Easy. Sehr schön. Okay. Fahnenstangproblem. Oh nein. Oh nein. Oh, vielleicht doch nicht. Scheiß auf den Hit, aber wir haben die Fahnenstange. Okay, sehr schön. Eieiei. Dip, dip, dip.